Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich treibt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Und auf das Meer. Und auf die Schule. Du weißt doch, wir haben auch unsere Termine. Ja, tut mir leid, es ging nicht anders. Eigentlich hast du das Fischen doch auch gar nicht mehr nötig, oder? Na, das lass mal meine Sorge sein. Ja, komm, lass sein. Den Rest machen wir hier. Hau ab. Danke. Komm, William, beeil dich. Ich habe jetzt wirklich keinen Nerv auf deine Scherze. Mensch, William. Das ist mein Schuh, der gehört nicht in deine Kiste. Los, Tempo. So, Peter, was ist jetzt? Ich habe in einer Stunde noch eine Taufe. Ich versuch's nochmal. Bist du hier? Bist du hier? Wo sind die anderen? Ich weiß auch nicht, wo die stecken. Du bleibst hier, du kommst hier mit rein. Ich versuch's nochmal. Auch nicht. Jetzt kommen wir zu spät zur Hochzeit. Hier gibt's kein Netz. Mist! Oh Mann! Na, Stina, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich noch mal zum Altar führen würde. Naja, vielleicht kann ich mich ja mal revanchieren. Was ist denn jetzt mit Sabine? Ich glaube, das ist schon wieder vorbei. Gut, ich gehe in die nächste Ortschaft und hole Hilfe, ja? Und ihr macht keinen Quatsch, okay? Das ist in Jana Ehrenwort. Hey, guck mal, Papa, unser Möbelwagen. Ja, stimmt. Hätte ich mal perfektes Timing. Und nun frage ich dich, Knut Hansen, willst du die anwesende Christina Maria Thorwald zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren und zu ihr stehen, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit
Ja, mit Gottes Hilfe. Er hat ja gesagt. Wir haben eine Panne. Ist ja mal was ganz Neues. Schön, dass ihr da seid. Ja, da wir ja nun offensichtlich vollzählig sind, so nehmet nun diese Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue. William, guck mal hier. Und hier. Und in dem Morgenstund kleid dich auch an. Lebst damit, lebst damit, dann musst du gehen. Lebst damit, lebst damit, dann musst du gehen. Aber es ist auch ein bisschen unwirklich, dass ihr jetzt so richtig da seid. Wie so ein Traum, von dem man gar nicht weiß, ob er wirklich in Erfüllung gehen soll. Meinst du, das geht gut? Du, ich und die Kinder? Ganz sicher. Da du mein Liebsten bist, da du wohl weißt, komm bitte nach, komm bitte nach, sich aber du wirst sehen, hier leben ist was anderes als hier Ferien machen. Da ist nichts mit mal eben schick essen gehen. Hier gibt's Land, Meer, eine Robbe, Fische und Fischköpfe. Und du bist der schönste Fischkopf auf der ganzen Welt. Und das ist alles, was ich brauche. So, Kinder, jetzt sind's genug. Musik für die Hochzeitsnacht schon. Jetzt seid ihr dran. Viel Glück, Frau Hansen. Du bist gemacht. Oh, nein. Also, ob ich mich jemals an diesen neuen Namen gewöhnt werde, weiß ich wirklich nicht. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du den alten Namen los. Euch beiden aber auch viel Glück. Ihr seid ja jetzt eine richtige Familie. Danke. Anne, ich glaube, William hat noch Hunger. Weißt du, wo die Fische sind? Ja, ich komme. Thomas, hör mal zu. Wir müssen morgen schon die Praxisübergabe machen. Wie, morgen? Warum so schnell? Ja, Stina hat so ein Flitterwochenende geplant. Mal Tauben füttern in Venedig und wieder zurück. Okay, gut. Klar. Geht? Ja. Ist das deins? Nein, deins. Auf euch. Auf euch auch. Heute wird wohl kein Schiff mehr gehen und keiner geht vor die Tür. Alle sind heute verschüchtert, nur ich bin es nicht und das liegt an dir. Am Fenster fliegt deine Kuh vorbei, da kommt jede Hilfe zu spät. Ein Glas auf die Kuh und eins auf die See. Ich liebe die See und sie liebt mich auch. Hörst du, wie sie nach mir brüllt? Ich hätte sie niemals verlassen sollen. Das ist, was sie mir klar machen will. Wenn hinter uns nicht der Deich wäre, käme jede Hilfe zu spät. Ein Glas auf den Deich und eins auf die See. Ist auch schon im Schrank reingeschlafen. Komm mir nicht zu Anne. Ich will nach Hause gehen. Klar, Anne.
Dingen nach Hause. Dr. Krugmanns kleiner Wanderzirkus. Na, da hätte ich doch Piets Angebot annehmen sollen mit dem Anbau. Der Rest kommt morgen, ja. Na, Uwe, habe ich doch gesagt, es wird eng. Knut? Knut hat mir seine Praxis übergeben. Ich bin der neue Tierarzt. Sie sind Tierarzt? Ja, genau. Nee. Sie sind ja viel zu jung. Wo kommen Sie denn her? Aus Hannover, von der Uni. Ah, studiert da, wa? Stimmt. Und ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Bevor Knut Hansen auch nur einem Hamster das Bein schieben durfte, musste der auch studiert haben. So, wollen wir jetzt nicht einfach mal in den Stall gehen? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen meine Hilde anvertrauen soll. Lassen wir das doch einfach die Kuh entscheiden. Hm? Machst du mit uns heute den Ausflug? Na klar. Moin allerseits. Du, Anne, ich erhöhe und biete dir 15.000 für dein Korn. Lass mal stecken. Ich will doch nur dein Bestes. Das kriegst du aber nicht. Na, die Fischerei ist doch gar nicht mehr nötig. Ob du jetzt immer die Fangquote erreichst? Dein Fischhändler findet das übrigens auch. Mit dem habe ich schon geredet. Was? Sag mal, spinnst du? Sieh zu, dass du Land gewinnst, sonst weiß ich nicht, was hier noch passiert. Das wirst du noch bereuen. Kann, ist alles in bester Ordnung. Trächtigkeitsuntersuchung positiv. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen, da kommt ein gesundes Kälbchen zur Welt. Sicher? Sie können mir vertrauen, auch wenn ich Ihnen zu jung bin. Ich habe Ahnung von dem Beruf. Aha. Mal ein kleiner Tipp von mir. Ja. Nächstes Mal ziehen Sie sich Stiefel an, hm? Normale Qualle, die tut nichts. Komm, wir bauen eine Burg. Oh yeah. Lass mich. Hey, geh weg. Ich hab nichts. Hau ab. Hey, lass das. William. Lass mich. Ich hab nichts. Mensch, William. Das ist William, unsere Robbe, die tut nichts. Entschuldigung. Was ist mit deinem Bein? Morbus Pertes. Aha, und was heißt das?
dass meine Hüfte nicht mehr das tut, was sie soll und ich hier wie ein Idiot rumsitze. Nele! Ja! Kannst ruhig gehen. Bist du in den Ferien hier? Nee, ich wohne hier. Schön. Und wo wohnst du? Pension Krabbe. Ah, die kenne ich, sind Freunde von uns. Bist du eigentlich noch lang hier? Eine Woche. Nele, kommst du? Ich geh dann mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Na, ihr Gangster, was habt ihr Schönes gemacht? Wir waren mit Anne auf einem super Ausflug. Ach, toll. So wie du aussiehst, ist es aber nicht bei der Praxisübergabe geblieben. Nein, ich war bei Kalle Brodersen und seiner Hilde. Dann beim Apfelschimmel Teddy, der hatte eine Kolik, eine Sauber kurz vom Ferkeln. Im Stall bin ich ausgerutscht, die Hose ist hin, die Schuhe auch. Will mich irgendeiner umarmen? Na gut, dann nicht. Okay. Papa, dürfen wir das machen? Mal wegen, ja. Boah, du stinkst. Ich mach mal was zu essen. Ey. Ah, ey! Lass mich ins Gesicht! Boah, wenn ich euch erwische! Du hast übrigens recht. Die Kerle hier wollen mich tatsächlich erstmal austesten. Aber was heißt eigentlich Mortus Portus? Was? Am Strand war ein Junge, der hat irgendwie sowas. Oh nee, der, bei dem du stundenlang im Strandkorb warst. Und der hat eine Beinschiene. Du meinst Morbus Pertes. Das ist eine Wachstumsstörung des Hüftgelenks. Um das zu entlasten, muss er eine Schiene tragen. Ist das ansteckend? Nein, das heilt meist von selbst. Danke. Nur dauert das manchmal 2 bis 3 Jahre. Das ist so Wahnsinn, wie der damit umgeht. Dafür muss man ganz schön viel Kraft haben und mutig sein, finde ich. Was ist denn daran mutig? Ach, halt dich raus, du kennst ihn noch gar nicht. Hast du ihn denn verknallt oder was? Halt die Klappe. Verknallt, verknallt. Nee, der ist verknallt. Du bist so dumm. Hey! Moritz, iss einfach und lass ihn in Ruhe, okay? Und was machen wir morgen? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, was wir gleich machen. Ab in die Kiste. Sag mal, hast du zufälligerweise meine blauen Boxershorts gesehen? Mit so kleinen Seepferdchen drauf? Du hast blaue Boxershorts mit Seepferdchen? Naja, du wirst auch nicht jeden Tag mit Seidendessous zum Fischen rausfahren, oder? Weiß man's? Übrigens, Fiete war heute Morgen hier. Der scharf auf meinen Vertrag mit dem Händler, der versucht, mich rauszukaufen. Fiete? Was soll das denn? Die machen jetzt Druck, ich würde die Quote nicht mehr regelmäßig bringen. Der blufft doch. Red da einfach mal mit deinen Leuten. Das kann nicht wirklich ein Problem für dich sein. Das schaffst du. Wenigstens einer, der an mich glaubt. Ganz sicher. Kannst du das hier für mich zu Ende machen? Ich möchte ins Bett. Hey, Moment mal. Ich dachte, wir setzen uns noch raus. Sternenhimmel gucken, kuscheln und so. Ich muss ganz früh aufstehen. Das ist so, wenn ich rausfahre. Hast du etwa auch gedacht, ich würde mit dem Fischen aufhören? Nein. Doch? Das hast du jetzt tatsächlich gedacht? Anne, ich habe erstmal gar nichts gedacht. Aber wenn du willst, können wir ja mal damit anfangen.
Du hast einen Job, ich habe einen Job, wir haben die Kinder. Muss das jetzt sein? Ich muss wirklich ganz früh aufstehen. Wenn du nicht drüber reden willst, können wir es auch nicht klären. Ich will darüber reden, aber nicht jetzt. In mir sieht's genauso aus wie in meinem Haus, genauso chaotisch. Ich muss erstmal meine Gedanken sortieren. In meinem Haus. Wenn du mit willst, William, dann jetzt. Navigationsgerät gesehen, ohne bin ich hier aufgeschmissen. Nö, war doch immer in deiner Tasche. Tasche? Was ist mit Frühstück? Oh, mach dir ein Müsli, ja? Du bist doch nicht gelähmt. Papa, das finde ich jetzt echt nicht witzig. Morgen, mein Schatz. Ey, das habe ich nicht so gemeint, das ist mir rausgerutscht. Das ist, oh, ich bin ein Eumel, oder? Ja. Was ist denn heute? Ich muss arbeiten. Aber nicht lang, ihr könnt zu Stine und Doc rüber. Auspacken helfen, hm? Dieser beknackte Hof doch drauf sein. Weil hinter dem Meer die Welt erst beginnt. In Liebe, Robert. Aha. Nix, Signora. Wenn man wieder zu Hause ist, setzt man sich erstmal in seinen Garten, trinkt eine schöne Tasse Tee und kommt in Ruhe ab. Aber der Dolce Vita gibt's auch hier. Die Wäsche kann warten. Nee, Knut, eben nicht. Ich muss sowas immer gleich wegschaffen. Sonst habe ich ständig das Gefühl, alles bleibt liegen. Stiechen, komm, das ist nicht gesund. Und deshalb setzt du dich jetzt zu mir und wir buddeln in den schönen Erinnerungen vom Wochenende. Aber erst, wenn ich die Wäsche fertig habe. Du kannst ja schon mal einen Tee aufsetzen. Ich komme dann, wenn ich fertig bin. Benvenuto, Natanchen. Wie war die Hochzeitsnacht? Umwerfend. Oh. Siehst du aus. Hallo, was seid ihr wieder? Und wie war's in Berlin? Sabine. Hallo, Pete. Ist ja eine Überraschung. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich dachte, du hast im Augenblick keine Zeit für Ausflüge. Auch eine spontane Idee. Ich habe ein paar Tage Urlaub und da dachte ich, komm mal vorbei. Was sind Gäste? Habt ihr ein Zimmer frei? Sicher, für dich immer. Sabine, das ist aber nett. Schön hier. Und so ruhig. Was? Ich kann dich nicht verstehen. Wegen der ständigen Ruhe hat sich mein Gehör zurückgebildet. Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Komm, wir gehen ans Wasser. Mann. Na, Opa, hier sieht's aus, was? Jetzt hast du wieder Platz. Das ist ja eine gute Idee. Hm.
Maul, Nele muss auch mal eine Stunde was ohne dich unternehmen können. Sie war den ganzen Nachmittag gut, weg. Warum bist du nicht mit zum Strand gegangen, du Nase? Kein Bock auf den Langweiler. Hey! Hey, du bist ja schon da. Hallo, Anne. Hast du meine Hausschuhe gesehen? Nein. Mein GPS ist auch irgendwie verschwunden. Ach so, ihr wisst ja noch gar nicht. Wir haben hier einen kleinen Putzmann. Hä? Naja, der kleine Putzmann heißt William und alles, was hier auf dem Boden rumliegt, das betrachtet er als sein Eigentum. Das tut er in seine Kiste. Da will ich mal nachschauen. Ih, Papa, guck mal. Hier ist ja seine blaue Boxershorts. Du willst mir doch nicht erzählen, dass William meine Fachbücher dahin geschleppt hat. Und mein GPS-Gerät. Anna, das ist nicht okay. Ach ja? Aber ist es okay, dass sich hier niemand drum kümmert, wie Ordnung in den Laden kommt? Das macht sich ja nicht von allein. Oder habt ihr gedacht, ach Mensch, eine neue Frau ist auch gleich eine neue Putzfrau? Okay. Ist alles angekommen. Lass uns einen Plan machen. Ja? Thomas Krugmann? Ja? Ja, was ist denn? Das war doch eine super Idee von eurem Papa. Dann teilen wir das jetzt ein bisschen auf. Nele, räumst du die Sachen weg? Ich mache uns was zu essen. Und Moritz, wäschst du ab? Das Frauen aber. Aber Nele leiht dir bestimmt einen Rock. Bloß nicht. Anna, ich muss was mit dir besprechen. Was ist denn? Das eben am Telefon war die Uni. Mein Nachfolger kommt später, Blinddarm. Ich muss morgen nach Hannover seine Vorlesung halten. Bitte was? Ich bin im Moment nur beurlaubt und das auf Abruf. Ich konnte nicht so schnell aus dem Vertrag raus. Aber das hättest du mir doch sagen müssen. Ich hatte Schiss, dass du dann nicht willst, dass wir schon kommen. Du hast die ganze Zeit gewusst, dass du vielleicht wieder fahren musst und sagst mir nichts davon? Ich dachte, das klappt schon irgendwie. Wer rechnet denn damit, dass der Typ ausgerechnet jetzt krank wird? Wie stellst du dir das vor? Ich habe die Verträge mit meinem Händler zu erfüllen. Die warten doch nur drauf, dass ich hinschmeiße. Wenn die Ferien vorbei sind und die Kinder wieder in die Schule gehen, dann finden wir ganz bestimmt einen Rhythmus. Na, du hast Nerven. Und wir nerven uns auch schon was. Ich liebe dich. Eine bessere Antwort habe ich nicht. Ihr beiden kommt ohne mich klar, hm? Ja klar, wir können doch auch über zu Stina und Doc kommen. Genau. Pass schon auf uns auf. Danke, Großer. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen, hm? Okay. Ab in die Haie. Morgen. Kaffee ist fertig. Erdbeer oder Rhabarber? Danke, nur Butter. Wenn ich gestern was Blödes gesagt habe, dann tut's mir leid. Schon gut. Dir sollte lieber leid tun, was du nicht gesagt hast. Wenn ich wieder zurück bin, dann reden wir richtig. Überlegen, machen, planen. Schon gut, William. Ich beeil mich ja. Hey, komm mal her.
Petri Heil. Sabine, was machst du denn hier? Ich konnte nicht schlafen. Kann ich mit dir rausfahren? Ja, klar. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, komm mit. Kannst mir helfen. Danke. Oh, Mensch. Soll ich dir helfen? Nee, ich komm schon alleine klar. Nix. Ich schäle die Kartoffeln, bin ich Weltmeisterin. Gut, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Weißt du, Sina, bis jetzt habe ich immer zu viel Arbeit gehabt. Mir mehr Zeit gewünscht. Jetzt habe ich Zeit und komme mir irgendwie überflüssig vor. Ach, mein Süßer. Gibt es denn nicht irgendwas, was du immer schon machen wolltest und wo du nie zu gekommen bist? Ich wollte immer nur Tierarzt sein. Das ist nur vorbei. Das bist du nun nicht mehr. Such dir doch so ein Hobby. Hobby? Briefmarken sammeln oder was? Bilderpinseln oder Malkurs machen? Nee. Ach. Oh nee, doch nicht so. Ich brauch die doch für Salzkartoffeln. Da hast du nichts gesagt. Das ist ich seit 40 Jahren so. Und? Von Piet? Ja. Aber ich hab's ihm noch nicht gesagt. Na, der wird sich freuen. Piet liebt dich. Ja? Aber wir kennen uns doch noch gar nicht so lange. Piet macht alles für dich. Piet in der Großstadt, kannst du dir das vorstellen? Und ich gebe meinen Beruf auch nicht so einfach auf. Das kann ich gut verstehen. Und du? Liebst du denn ihn? Nee, der hängt jetzt immer mit dem blöden Janik rum. So sind die Frauen, Moritz. Pass auf, du. Moin, was gibt's denn? Moin, Stina. Thomas hier. Ich habe eine Frage. Aha. Aha. Du, das ist Thomas, der fragt, ob du noch mal für eine Weile die Praxis übernehmen willst. Er muss nämlich nach Hannover. Du, Thomas, ich glaube, der freut sich. Ich und Mutter. Ich fühle mich irgendwie gar nicht bereit für ein Kind. Eigentlich habe ich mir das immer gewünscht, aber noch nicht so. Ja, die Situation kenne ich. Bin ja jetzt auch überraschend Mutter geworden. Aber ihr habt das doch bestimmt vorher geregelt, Thomas und du. Naja, irgendwie nicht so richtig. Habt ihr Stress deswegen? Ja und nein. Thomas überrollt mich immer so. Und dann denken alle, die Anne macht das schon. Ich bin verliebt wie nie in diesen Kerl, der nie da ist und in seine Kinder. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mit meiner Arbeit zusammenbringen soll. Mann, ist das alles kompliziert. Ich muss die Netze einholen. Hilfst du mir? Ach, William, manchmal wäre ich auch gerne eine Robbe. Ich auch. Wo wohnst du eigentlich? Da
hinten hinter dem großen Schilffeld, zusammen mit meinem Vater, meinem Bruder und Anne. Und warum nennst du deine Mutter Anne? Sie ist nicht meine Mutter. Papa hat Anne hier im Urlaub kennengelernt, letztes Jahr. Wir sind kürzlich erst hergezogen. Weißt du, meine Mutter ist tot. Mein Vater ist weg. Einfach abgehauen. Irgendwohin. Wollen wir vielleicht schwimmen gehen oder so? Ach nee. Weißt du, alle Leute gucken und tuscheln und reden und... Ach, das mag ich einfach nicht, diese ganze Mitleidstour. Eigentlich will ich nur normal behandelt werden, wie alle anderen auch. Ich kenn das. Ich habe seit 4 Jahren eine Zahnspange. Susi, Susi, sag mal saure Sahne. William, kriegst was zur Belohnung. Hallo, Anne. Ich wollte dich sehen. Hast du ja jetzt. Na, guck an. Kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Hatte Schiss vor dem Putzmann. Naja, funktioniert doch. Darf ich kurz reinkommen? 10 Minuten. Ist alles noch so vertraut. Als wenn wir gerade erst von der Seebrücke gekommen wären und dein Großvater hätte uns Pfannkuchen serviert. Ganz komisches Gefühl. Kannst du jetzt bitte gehen? Hat er die Hutzpe hier aufzutauchen und mich zu fragen, ob ich ein Zimmer für ihn frei habe? Sag mal, der hat doch einen Knall. Ist gut jetzt, Piet. Da passiert nichts. Wenn für Anne was vorbei ist, dann ist es vorbei. Schon klar, warum der hier auftaucht. Kann mich mal jemand einweihen? Robert kommt von hier. Und er und Anne waren von klein auf wie Pech und Schwefel. Später sind sie dann ein Paar geworden. Und zusammen nach Hamburg gegangen. Anne hat angefangen, Musik zu studieren und ihr irgendwas mit Wirtschaft.
die sauer. Und als Anne dann zurückkam, weil ihr Großvater so krank geworden war, da ist das wohl irgendwie ungut auseinandergegangen. Ungut? Stina, darf ich dich mal daran erinnern? Der hat sie ganz mies abfahren lassen. Das war nur Scheiße, so wie der ganze Typ nur Scheiße ist. Piet, es ist gut jetzt. Der ist gar nicht gut. Sie kann ruhig hören, warum ich mich so aufrege. Ich gehe die jetzt holen. Du hast dich 10 Jahre nicht gemeldet. Es waren genau 8. Abgesehen davon, dass ist doch scheißegal, dann war es halt 8 Jahre. Dann kommst du einfach hier rein und erzählst irgendwas vom Pfannkuchen. Opa hätte dir sowieso keinen Pfannkuchen mehr gebacken. Davon mal abgesehen, habe ich ihm gar nichts erzählt. Wie bitte? Du hast ihm nichts davon erzählt? Nein, natürlich nicht. Meinst du, ich wollte, dass er todtraurig stirbt? Er dachte, wir sind super glücklich und du kannst dich nur deshalb nicht von ihm verabschieden, weil du deine Doktorarbeit abgeben musst. Anne? Was ist? Kommst du essen? Hallo, Piet. Du hältst die Schnauze. Na, liegt dir der Typ vom Hafen heute Morgen noch im Magen? Nö, das ist eine alte Geschichte, lange vorbei. Na? Irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Willst du es mir nicht sagen? Ich kann jetzt nicht. Hat was mit mir zu tun? Piet, hör doch mal auf, mich zu bedrängen. Sag mal, hast du einen Knall? Ich hab doch gesagt, ich kann nicht! Krabbe. Ich auch mal? Jo. Anne, dürfen wir eigentlich morgen mit rausfahren aufs Meer? Oh ja! Und kann vielleicht Janik auch mitkommen? Na logisch. Anne? Telefon, Thomas. Papa? Hallo, Papa. Ich habe William beigebracht, wie ein Kunststück gemacht. Zeige ich dir, wenn du wieder da bist. Uns geht's gut. Ich gebe dir meine Mama erstmal da an. Hallo. Hey. Alles okay bei euch? Ja. Und bei dir? Ich vermisse euch. Irgendwie passe ich hier nicht mehr hin. Mir fehlt der Fischgeruch und die Kuhscheiße. Na, dann beeil dich und komm nach Hause. Ja, das ist es ja eben. Bei Berners OP gab es Probleme, deswegen haben sie den Lehrplan verschoben. Ich kann morgen noch nicht kommen. Hoffentlich übermorgen. Schafft ihr das ohne mich? Klar. Ist alles okay bei euch? Und mit den Kindern? Ja, wieso? Du bist so ein bisschen einsilbig. Das kommt dir nur so vor. Du weißt doch, Fischer quatschen nicht so viel. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und danke für den Luftballon. Da nicht für. Tschüss. Tschüss. Verliebt ist. Wieso fragst du? Na, weißt du, ich hab Papa lieb und ich hab dich lieb und auch Moritz, auch wenn er mich manchmal nervt. Aber irgendwie fühle ich da jetzt noch so was anderes. Eine andere Form von Liebe? Hm. Ich finde den Janik auch sehr nett. Verliebt sein ist was Wunderschönes.
Und man möchte, dass es niemals wieder aufhört. Das erste Mal ist was ganz Besonderes. Hast du viele geliebt? Nein. Papa hat Mama geliebt und jetzt liebt er dich. Meinst du, Mama weiß das irgendwie? Ja, das glaube ich. Und ich glaube, dass sie sich sehr freut, dass du verliebt bist. Und wir alle so glücklich miteinander sind. Und was meinst du, was wir gleich fangen? Na, ich hoffe, Dorsche, Flundern, ganz bestimmt Heringe. Heringe? Kennst du das? Einen Hering, jung und schlank, 2, 3, 4, da, da, tiralala. So. Komm. Komm mal rüber. Komm, ich helfe dir. Danke. So, jetzt vorsichtig. Und soll ich sie wieder abholen? Ich rufe dich rechtzeitig an. Alles klar. Zieh dir bitte die Schwimmwesten an. Ja, hab ich schon. Was hast du denn? Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Was ist denn los? Oh. Leute, der Ausflug ist verschoben. Oh, nee. Wieso denn? Hier muss irgendwo ein Leck sein. Die ganze Kajüte ist voll Wasser. Könntest du vielleicht William und die Kinder mitnehmen? Ja, aber ihr könnt mitkommen. Ich muss mal gucken, dass ich Jens zu fassen kriege. Ich will aber fischen. Seid froh, dass William das so früh entdeckt hat. Sonst wären wir unterwegs abgesoffen. Alle Mann von Bord. So, kommt hoch. Mit Speck? Nee, danke. Willst du einen Kaffee? Tee? Mir ist schlecht. Bist du schwanger? Von mir? Nein. Was ist denn da los? Nein! Ich
sieht übel aus. Hättest du längst was machen müssen. Du bist gut. Wovon denn? Greif mal deiner nackten Frau in die Tasche. 5 Riesen Minimum. Ist das dein Ernst? Wenn du es richtig machst, gleich das Doppelte. Ich schaff das. Gib mir mal Zeit bis morgen. Ich überleg mir was und dann rufe ich dich an. Hallo, hier ist Thomas Krugmann. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Thomas, ruf mich doch mal bitte an, wenn du kannst. Mein Kahn hat einen Leck. Der muss jetzt repariert werden. Alles Mist. Ich wollte heute mit den Kindern rausfahren. Also, bis bald. Ich vermisse dich. Mann. Hast du den Verstand verloren? Was sollen wir denn mit dem? Du hast doch gesagt, ich soll mir ein Hobby suchen. Das ist doch kein Hobby, das ist ein Esel. Ah. Stina, der wäre sonst geschlachtet worden. Der macht doch nicht viel Arbeit. Und William hat ihn entdeckt. Bitte. Wir haben ihm schon einen Namen gegeben. Er heißt Emil. Emil. Ich fass es nicht. Wo sollen wir denn mit dem hin? Auf die Wiese hinterm Haus. Das Problem ist nur, ich muss jetzt gleich wieder weg. Ich habe noch einen Patienten hier. Halt mal. Du kennst dich doch mit alten Eseln so gut aus. Das kannst du laut sagen. Ja, nur nimm schon. Ja. Emil. Na komm mal, Emil. Komm. Komm. Hier. Komm, Emil. Was machst du hier? Ich hatte das Gefühl, hierher kommen zu müssen. Nach dem, was du mir gestern gesagt hast, ist ja wohl das Mindeste. Schon komisch. Erst habe ich meine Eltern verloren. Die liegen hier. Dann meinen Großvater. Der liegt hier. Und dann habe ich nicht nur meinen Verlobten, sondern auch noch meinen besten Freund verloren. Und beide stehen gerade vor mir. Anne, bitte. Bitte. Du hast mich im Stich gelassen, wo ich dich so gebraucht hätte. Ich habe wirklich gewartet, dass du dich meldest. Aber was ich nicht verstehe, warum jetzt? Warum nicht vor 5 Jahren, vor 3 Jahren? Warum nicht letztes Jahr? Mann! Ich bin vor 3 Monaten verlassen worden. Und ich habe nichts empfunden, keinen Schmerz, nichts, keine Niederlage, nichts. Habe ich mich gefragt, wen ich liebe, wen ich wirklich liebe. Und ich kann machen, was ich will, Anna. Du bist ein Teil von mir geworden. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich auch ein Teil von dir werde. Und ich will das nicht. Lass mich in Ruhe. Das, was uns verbindet, das kannst du gar nicht verhindern. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Das war ja kein Kinderschwur. Das war Wirklichkeit. Ich liebe dich. Sehr. Nein, Robert. Nein. Vielleicht hast du ja irgendwo einen Platz in meinem Herzen. Aber ganz hinten, ganz unten, wo es für immer dunkel ist! Ich bring dich nach Hause.
dich erobern. Jetzt hast du es doch noch erfahren. Tut mir leid. Ich hab sie mir schon erzählt. Wann fährst du? Ich weiß es nicht. Na, ihr zwei? Dass Papa und Anne sich wieder scheiden lassen? Nee, außerdem sind die doch noch gar nicht verheiratet. Und jetzt schlaf. Spaß, ihr zwei. Ich hole euch nachher bei Stina ab, ja? Tschüss. Nein, William, ich kann dich heute nicht mitnehmen. Du gehst mit Moritz und Nele mit. Ich kann dich heute nicht gebrauchen. Passt ihr gut auf ihn auf? Ja, klar. William, komm. William. Anne Petersen. Nachrichten nach dem Pfeifton. Anne? Anne, bist du da? Geh doch mal bitte einer ans Telefon. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich keinen mehr von euch erreiche. Okay, gut. Scheinbar keiner zu Hause. Anne, bitte tu mir den Gefallen. Jetzt versuch du es auch noch mal, wenn du nach Hause kommst. Ja? Ich habe wahnsinnig viel um die Ohren. Bis dann. Ja, gut. Auf geht's. Wollen Sie sich denn gar nicht von Piet verabschieden? Ich glaube nicht, dass er das will. Danke für alles, Dina. Och. Was machst du da? Ich trage den Koffer wieder mal. Piet, lass das, ich will fahren. Ich liebe dich. Und ich komme euch ganz gut mit Kindern klar. Ob sie jetzt von mir sind oder nicht. Ich will, dass du bleibst. Wirklich? Ja, soll ich nochmal sagen? Ich will, dass du bleibst. Das Kind ist von dir. Ich kann das Geld nicht sofort besorgen. Ich muss erst noch mit der Bank sprechen.
Mein Dispo ist schon überzogen, aber vielleicht kriege ich einen Kredit. Also auf jeden Fall eine Hypothek aufs Haus. Oder ich verscheuere mein Klavier, aber du kriegst deine Kohle. Also wenn das mein Kahn wäre, ich würde da nichts mehr reinstecken. Das lohnt nicht mehr. Nimm vieles Angebot an. So viel zahlt ja sonst keiner. Fängst du jetzt auch noch damit an? Reparier mein Boot, dann kriegst du dein Geld. Das habe ich schon. Was? Dein Robert war heute Vormittag hier und hat alles bezahlt. Cash auf die Kralle. Gib das her. Ich will mich nicht so zieren, wenn mir jemand 5.000 Euro schenkt. Du spinnst wohl, was soll denn das? Jetzt lass mich dir doch wenigstens einen Gefallen tun. Also wenn ich nichts im Leben kann, aber Geld verdienen kann ich. Ich will dein Geld nicht. Ich weiß doch, dass du es nicht willst. Aber du brauchst es doch, Anne, und mir tut's überhaupt nicht weh. Das ist doch kein Problem. Wenn du willst, machen wir einen Vertrag und du zahlst es mir in Raten zurück. Möchtest du einen Kaffee? Nein, danke. Gut, aber du kannst es dir ja noch mal überlegen. Ich bin heute Abend auf der Seebrücke angeln. Ich werde nicht kommen, danke. Wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, mach ich noch Butter aus der Sahne. Ist mir ganz egal. Oh nein! Oh. Hau ab da, du Mistvieh! Denk, das ist nicht für dich! Ich hab dir doch gesagt, du sollst ihn festbinden. Hab ich ja. Muss ich losgerissen haben. Knut, so geht das nicht. Ich schaff das einfach nicht. Um alles muss ich mich kümmern. Die Gäste. Piet, Sabine, die Kinder, William. Du musst mir schon ein bisschen helfen. Versuche ich ja. Ja, indem du mir noch einen Esel ins Haus bringst. Stine, vielleicht ist die Umstellung für uns ja doch größer, als wir gedacht haben. Wir werden es schaffen. Das weiß ich einfach. So ein Esel kann uns auch nicht auseinanderbringen, oder? Stina, dürfen wir heute hier zelten? Von mir aus. Aber ihr müsst Anne fragen. Haben wir schon. Ich liebe die See und sie liebt mich auch. Hörst du, wie sie nach mir brüllt? Ich hätte sie niemals verlassen sollen. Das ist, was sie mir klar machen will, wenn hinter uns nicht der Deich wird, käme jede Hilfe zu spät. Ein Ass auf den Deich, eins auf die See. Danke, dass du gekommen bist. Da nicht für. Ich kann auch verstehen, wenn du nichts sagen, nichts hören, nichts tun willst, Anne. Du brauchst nur in meine Jackentasche greifen und kannst wieder gehen. Ich verstehe das, Anne. Deswegen bin ich doch gar nicht hier. Weshalb denn? Ich weiß nicht. Vielleicht wollte ich einfach mal gucken, wie es jetzt hier so ist. Also ich finde es ja immer noch traumhaft. Wunderschön. Zugegeben, mehr Touristen, mehr Häuser. Aber es hat doch an Schönheit überhaupt nichts verloren. Überhaupt nichts. Die Sonne trifft das Meer. Wie früher.
Weißt du noch, als wir damals im alten Lüdersen die Fische geklaut haben? Aus dem Eimer und dann Quallen reingelegt haben? Mhm. Da habe ich von Opa eine ganz schöne Standpauke bekommen. Aber nicht nur du. Aber heute kann ich es verstehen. Der hat durch uns fast seinen einzigen Abnehmer verloren. Der hat ja nicht aus Spaß geangelt. Und du? Gehst du noch fischen, weil du musst? Oder weil du nicht loslassen kannst? Ich weiß nicht. Beides irgendwie. Oder haust du vor deiner Familie ab? Schade, dass Anne nicht da ist. Der Ritter kniete sich neben ihn. Sie liebt Würstchen. Seine Stimme war wie ein Flüstern. Sie klang warm und tröstend. Und als der Drache sein Leben aushauchte, löste sich sein Körper im rötlichen Nebel auf, vermengte sich mit ihm und schwebte langsam wie eine schimmernde Wolke nach oben. Danach erschien sein Sternbild am Himmel, sodass er auf ewig für die Menschen zu sehen sein sollte. Schön. Finde ich auch. Schreibst du mir? Klar. Weißt du, ich finde es total schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ich auch. Und ich wollte mich bei dir bedanken. Bedanken? Wofür denn? Für die schönsten Ferien meines Lebens. Ist es dein Ernst? Mit zwei Kindern? Und kommst du mit denen klar? Die zwei sind toll. Die machen mein Leben reicher. Ja, Rat. Was? Ist Russisch. Weiß, ich freue mich. Halt mal kurz. Eigentlich sind Nele und Moritz so, wie sich Opa uns beide immer vorgestellt hat. Was ist denn aus der Anne geworden, die frei und unabhängig sein wollte? Die steht vor dir. Hey, Robert. Verpimperter Städter. Ich glaube, Piet wäre immer noch gern mit dir zusammen, oder? Ich glaube, Piet dachte, er tut mir einen Gefallen. Und? Hat er? Nein. Ich vermisse dich. Ich vermisse auch die ganzen 8 Jahre mit dir. Sehr sogar. Wenn wir wollen, können wir sie wiederholen, Anne. Sei doch bitte ehrlich zu dir. Du brauchst keine Angst haben. Ich glaube, Thomas wird es immer verstehen. Robert, ein alter Freund von mir. Der Mann aus dem Buch mit den Liebesgedichten. Also ich glaube, ich muss da jetzt was aufklären. Es ist ein Missverständnis, das, was Sie oder was du da gesehen hast. Das mein Bild setzt sich aus dem zusammen, was ich gerade gesehen und gehört habe. Aber vielleicht können Sie mir ja erklären, was ich irgendwann mal verstehen werde. Ja, das kann ich. Thomas, das ist jetzt wirklich ein total blödes... Wo sind meine Kinder? Bei Doc und Stina zelten. Das war einfach die Sache, natürlich. Ich habe das Gefühl, ich lasse euch allein. Nein, Sie bleiben. Ich gehe gleich. Kommst du mal bitte.
Thomas, jetzt lass mich nicht. Nein, Anna, lass es. Ich weiß jetzt, was los ist. Wir haben uns was vorgemacht. Dann gib mir eine Chance. Ich dachte, ich bin deine Chance. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was denn du hier? Und du? Sehnsucht nach meiner alten Junggesellenbude. Alles nicht so einfach in so einer Ehe. Das alles nur wegen so einem alten Esel, den die Kinder und ich vom Schlachter gerettet haben. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann ihr gar nichts mehr recht machen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das bei so frisch Verliebten wie euch? Schieß los. Dieser Typ bei Anne. Ist der schon lange da? Der Robert? Das ist so harmlos. Deswegen habt ihr da wohl keinen Stress. Doch. Ich hab das nicht gewollt. Hör auf, ich bin auch selbst schuld irgendwie. Ach, Anne. Jetzt habe ich dir schon so oft so weh getan. Jetzt lass das. Du liebst den Thomas. Viel Glück. Hat sie recht gehabt, dass ich unbewusst sozusagen gedacht habe, die hängt das Fischen an den Nageln und kümmert sich um die Kinder. Aber ich habe eine Idee. Ich habe mir überlegt, ob du nicht vielleicht morgens, das heißt an den Tagen, wo Anne zum Fischen raus muss, ob ich da die Praxis mache? Ja. Eine Art moderner Teilzeitvereinbarung? Genau. You have to take one of them.
Moin, Stina. Moin. Ist Thomas bei euch? Nee, schon wieder weg. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, haben die beiden schon hier gesessen und für sich Frühstück gemacht. Wie zwei kleine Jungs, die was ausgeheckt haben. Wo ist er denn hin? Ist er mit den Kindern weg? Nee, die schlafen noch. Keine Ahnung. Danke. Ach, William. Ich hab dich schon vermisst. Was ist denn? It's only been a day. Left me where I never thought I'd be. So all alone with me. I tried to recover from things you can't get over. Alle Sachen vorher mit dir besprechen. Ich werde aushalten, wenn du anderer Meinung bist, wenn du mit anderen Männern sprichst und auch Gesundheit. Wenn nicht alles ganz schnell ganz schön ist. Ich liebe dich. Und ich habe auch keine Angst mehr vor uns. Und ich lasse dich und deine Fischerkinder nicht mehr gehen. Und da Piet weiß, wie man mit Männern umgeht, die dir dazu nahe kommen wollen, habe ich mir gedacht, er ist genau der richtige Trauzeuge. Und deshalb... willst du mich heiraten? Ja. Nun nehmet die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue.
los, du hast die Ringe vergessen. Die Kohle für die Reparatur. Ich bin eben aufgetrieben. Die ist mir egal. Psst. Fiete, gib's auf. Anne ist zäh. Die wirst du nicht so leicht unterkriegen. Ein Glas auf uns und eins auf die See. Ein Glas auf uns und eins auf die See.